Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Pixelmon, aber anders, Let's Play, jo. Genau, ich muss kurz ein paar Sachen justieren, so. Die Musik ist halt ein bisschen zu laut bei mir. So, jetzt. Wow, musste ich das Rad lange drehen. Ich habe vorher ein bisschen getestet, oder, meine Stimme und was die Nebengeräusche so sagen. Und zwar, glaube ich, ein bisschen im letzten Part zu laut, so die Nebengeräusche. Ich hoffe, es hat nicht so gestört. Aber ich mache das immer sehr gut und dann habe ich die Lautstärke jetzt doch ein bisschen zu hoch gehabt für das Game. Ich habe es erst gerade betreten und so weiter. Jo, ich habe jetzt einfach den Baum falsch abgebaut. Ich wusste das gar nicht mehr so genau. Nein, auf die andere Seite. So. Oh nein, ich habe das Sandgras abgebaut hier. Oh, traurig. Traurig machend. Es ist so cool, wenn der World Generator hat ein bisschen falsch noch die Welt generiert. Ein paar Sachen falsch liegen. Jo. Aber egal. Ich sammle jetzt ein bisschen Holz, damit wir noch ein paar Kisten machen können und so. Holzkohle farmen könnten. Also brennen könnten und so. Und ja, das ist ein bisschen zu nah hier. Da habe ich jetzt zuerst gepflanzt. Weg damit. Ja. Geht ja gut und schnell. Also so ein Mod ist zwar ein bisschen broken. Aber dafür, ja, müssen wir nicht alles zu lange so Bäume pflanzen und so weiter. So abbauen vor allem, das ist immer so mega langweilig. Naja, okay, mit der Zeit. Es ist, für Neulinge ist es wahrscheinlich gar nicht mal so langweilig. Aber ihr kennt das ja. Wenn man es 1000 Mal machen muss, lieber ein bisschen schneller. So, also das Mega, also das winzige Mehltank wollte nicht reingehen. Wir müssen noch ein bisschen warten, ein bisschen schwächen können und so weiter. Warten wir einfach noch ein bisschen. Und holen dann das Mehltank schön ins Team. Wir wollen ja weibliche. Nein, nicht weibliche. Ich darf es ja nicht sagen. Also ich darf es nicht sagen. Es ist ja nicht mehr eine weibliche Farbe sozusagen. Aber es ist jo auch nicht so motivierend für mich als männlicher. Naja. Solche Sachen ins Team zu nehmen, aber ich möchte sie einfach mal nehmen. Vor allem so Pedo-Bär. Nicht so ernst nehmen, gell? Die Leute nehmen heutzutage alles ein bisschen ernst. Zu viel ernst, wenn es Ironie ist, oder? Bei mir ist es halt Ironie. Und ja, ich wollte ja eigentlich Kisten machen, ne? So. Mein Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen böse, makaber oder so ist. Aber wenn es alle ernst nehmen, dann kann man ja auch nicht sagen, jo, ich möchte das nicht. Ich möchte das trotzdem hören, auch wenn es sarkastisch ist. Es wird zu ernst genommen und deshalb ist es auch schlecht für Leute, die halt ein bisschen anders, ja, nicht anders sind, sondern einfach, ja, vielleicht einfach rosa-rot gern haben als Mann, oder? Ja, das ist vor allem das, oder? Wenn man jetzt rosa und lila gern hat, dann ist man ja nicht unbedingt anders. Sondern man hat es einfach gern. Ich habe es nicht so gern. Ich möchte es aber schon gerne haben. Und nutze es einfach mal öfters. Ja. Das ist ja das, was wichtig ist, oder? Dass man trotzdem noch Sachen ausprobiert, die auch vielleicht ein bisschen peinlich sind. Oder keine Ahnung. Nicht so gut zu euch passen, zum Beispiel. Ja. Macht es einfach, damit ihr vielleicht auch ein bisschen eine Abwechslung habt. Und wenn es euch stört, dann sagt es bitte. Okay, wir nehmen den Wurm ins Team. Ich möchte so einen Wurm. Ist der stark oder ist der schwach? Was ist das eigentlich? Ist es ein andersfarbiges Pokémon? Ich glaube, das ist doch gelb, oder? Ist das orange? Ich dachte, das wäre so hellgelb. Ja, ich glaube, das ist... Es wird nicht angezeigt. Es soll angezeigt werden, lieber Entwickler. Ob das eine spezielle Form ist. Aber es ist noch zu früh. Also ich möchte jetzt auch nicht alles haben, natürlich. Aber hoppla, oh. Könnte ich das fangen? Hm, ich muss kurz etwas sagen. Es wird geklopft.
run, run, Roger! Red, red, Badger! Geodude. Centrip, centrip. Red, red, Badger! Geodude, 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 geodude. Red, 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 Badger, 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 Badger, Badger. Geodude. Centrip? Red, 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 Badger, Badger! Ekans. Centrip? Geodude. Red, red, Badger! Centrip? Score, Bunny! Ekans. Centrip? Centrip? So, bin ich wieder da, tut mir leid, ich mache den Part ein bisschen länger, aber ich muss Feng Shui machen und das ist viel zu schwierig für mich. Das ist leider etwas doof in einer Aufnahme, niemand will, dass ich aufnehme. Jeder muss Feng Shui von mir haben. Ich weiß es nicht, schauen die meine Let's Plays, wissen die, dass ich so viel baue, so viel einrichte? Hier sammle ich diese Ding nicht an, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich wollte immer ein Part machen, wo ich... Ach komm, jetzt werde ich einfach nochmals kurz hungrig. Wir haben immer noch nicht genügend Essen. Ich muss irgendwelche Pokémon-Pixelmon töten mit Essen. Die haben doch Essen dabei, oder? Ist auch siegbar. Okay, wir sind nicht mehr verletzt. Oh, zum Frieden. Okay, es ist ein bisschen schwierig jetzt gerade noch am Anfang, oder? Man kann nicht so surviven und alles schnell bekommen. In Pixelmon muss man die Pixelmon auch töten, damit man die meisten Loot-Sachen bekommt und so. Oder halt nochmals irgendwo Fische holen. Ich glaube, ich gehe nochmals zu den Booten holen, einfach die Fische noch. Ja, okay, aber die will ich jetzt auch nicht so mega ausgeben müssen. Ja, die geben echt nur Knochen. Das ist doch ein Zickzack, ein Dachs. Die müssen doch keine Knochen geben. Dafür andere mehr. Ja, und wo sind die Härtentiere, die Essen geben? Ja, dann müssen wir halt wieder zurückgehen ein bisschen. Die geben ja Wolle und kein Fleisch. Jockleff sicher auch nicht. Ja, okay. Nein, es ist japanisch. Aber Hundefleisch oder so. Radika. Nein, Radika geben auch Briefe. Wahrscheinlich. Wie die Radplatz. Pampros geht Leder.
Geben die ja Fleisch, aber die sind zu hochlevelig. Ah, da haben wir nochmals ein paar. Normaljuwel. Sehr schön. Ah, ich habe übrigens More eingegeben und nicht mehr Standard. Oder normal, glaube ich. Damit einfach ein bisschen mehr Loot da ist, aber es ist fast zu häufig. Boah, ist das wieder ein Stier, ey. Oder ein Bison, ey. Heftigst. Also es macht unglaublich viel Spaß, so wie ich es jetzt umgesetzt habe. Es hat weniger Leerzeiten und es kommt einfach viel mehr ein schönes vor. Ich muss unbedingt da etwas hinbauen, aber ich weiß noch nicht was. Die geben doch auch Briefe oder so. Ich bin nicht mehr so sicher, was und wie. Ja, leider habe ich echt zu wenig Essen. Ich kann nicht rennen momentan. Ach man, das ist so blöd gemacht. Liebe Entwickler, ändert das bitte. Wenn man etwas einsammelt, nicht sofort in der Hand haben. Unten. Und eigentlich ins Inventar reinschmeißen. Wann macht das Mojang oder der Mod-Entwickler mal? Oder gibt es einen Mod dazu, der das irgendwie erzwingt? Ich kenne es wirklich nicht. Weiß es nicht. So, dann mache ich hier einfach noch mehr von denen. Und die durchbraten. Dann haben wir Bratkartoffeln. So. Oder Pommes frites. Bitte eine Flasche Pommes frites. Dankeschön. So, nochmal so ein fettes Vieh. Noch fetter, hä? Ja, okay, ist ein böses Wort. Größer. So, dann können wir nochmal so ein bisschen Kisten machen. Ah, jetzt. Ich dachte schon, wieso kommen jetzt keine Setzlinge mehr? Vielleicht, weil wir keine haben. Nein, weil irgendwas noch geladen wird. So, und ich bin bald tot. Taubsi gibt auch nichts. Federn, hä? Ja gut, also Essen. Karotten zum Beispiel. Gut, aber wir wollen ja Pokémon fangen, deshalb müssen wir jetzt ein bisschen vorwärts machen, liebes Spiel. Ja, nicht unbedingt so mega viel aufhalten, dankeschön. Wow, so qualvoll. Ja? So ist es da noch ein bisschen zusammenstecken, die auch raus. Gerne hier nicht rein. Ja, die auch nicht. Immer schön aufräumen. Das hilft schon viel weiter. Also, dann ich hier irgendwas hier. Und Nautilus-Schalen. Oh. Doch hier. Nein, können wir ja nicht mehr. Die Blöcke auf jeden Fall mal raus. So. Also können wir nur um das Ding später, das Holz setzen. Ja, und Süßbären gehören wieder hier rein. Also wieder voll. Ja, liebes Spiel, hä? Du bist ein bisschen nervig mit so vielen Items. Also die Mods. Braten und dann noch kurz ein bisschen warten. Ja. Okay, das kann ich doch auch ein bisschen zu Holzkohle machen. Da brauchen wir viel mehr. Dusselgur ist nicht besiegbar. Okay. Ich glaube, der hat einfach Briefe dabei, hä? Der Wieser. Haben wir den nicht kürzlich getötet? Das ist gar nicht mehr so genau. Oh, das ist ein Wieser, der das anders. Ah, am Anfang vom Part vor dem AFK sein. Oder nach dem? Leder! Okay, die müssen wir besiegen. Und Zigzag ist leider zu hoch. Also eventuell stelle ich doch ein bisschen noch aufs Level-Ding an. Aber ich wollte euch einfach die Pokémon zeigen, die auch höher sind und so. Strawwickel, die geben doch Fäden. Nein, die geben Geist. Ist gut gegen Pflanzen. Mal schauen. Ich glaube, ich sterbe. Nicht warten. Wieso ladest du jetzt? Okay. Ja, ist zu hoch und ja, nicht guter Typ. Ja. Das heißt, wir müssen wieder zum Healer. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Essen. Ich tue jetzt einfach kurz noch Essen damit zusammen, damit der Ofen die fertig wird. So.
Ja, und dann den Garten doch ein bisschen besser noch anordnen. Jetzt kommen wir hier auch nur langsam vorwärts. Wir haben eigentlich ziemlich schnell Kartoffeln, also es lohnt sich mit der Holzkohle, mit diesem Baumquellmod doch viel mehr irgendwie auf Kartoffeln zu gehen. Naja. So. Also die tun jetzt einfach mal das da drüber und die Kisten sind ja wichtig, also für Brennholz und für Brennstoffe. Da. Wir könnten Profi-Angel benutzen, aber die Pokémon können wir nicht besiegen. Ja, egal. Wir müssen noch ein bisschen warten mit manchen Sachen, weil sonst wäre das alles ein bisschen zu sehr jo, stressig und alles. Also, ein Boot, bitte. Können wir hier durch? Ich weiß gar nicht, ob der... Okay, den... Ah, wir sind durch das Schlafen geheilt. Also, baut's. Okay. Ich mache ungefähr so 50 Minuten Fang-Episode. Wenn es euch interessiert, dürft ihr gerne 50 Minuten eure Zeit verschwenden. Nein, verschwenden nicht. Ja, es ist wirklich nicht ganz so gerade hier, der Fluss. Wir könnten eigentlich mega terraformen mal in einem Livestream. Nein, wegen dem Flüsschen hier. Ist ja nicht so wichtig. Aber auch toll, wenn wir einfach jetzt noch ein Reit-Pokémon oder ein Flug-Pokémon hätten. Müssen wir einfach das Bautzfram trainieren. Das geht jetzt in diesen Einstellungen und so besser, oder? Es kann besser trainiert werden. Es gibt auch mehr Trainer, die zwar eben viel stärker sind als wilde Pokémon, auch mehrere wilde Pokémon, also mehrere Pokémon dabei haben und so, aber es ist einfach schneller. Auch wenn wir dann wieder hin müssen nach dem Kampf oder so, ja. Es ist schneller und das ist bequemer, oder? Es macht es einfach bequemer. Eine Silberbeere möchte ich anpflanzen, deshalb nehmen wir die Sachen mit. Und hier oben haben wir doch immer Loot noch. Ja, hallo. So. Oh. Okay, sehr viel Loot. Ich glaube, ich tue das M1 raus. Geht schneller. Komposte brauche ich eigentlich nicht. Ja, eigentlich schon. Nehme ich hier mit. Schön im Zuhause. Ein Dorf, wo man nie mehr betritt, oder immer wieder betritt, alles abbauen. Ist jetzt nicht so toll. Also Sachen möchte ich dann irgendwo weiter weg dann auch abholen. Und ja, das ist wieder ein tolles Pokémon für Pitis. Unbedingt ins Team. Ja, es ist wirklich spezieller. Also ich habe für Pitis eigentlich nie trainiert, weil ich ja Rubin hatte und dort kam es nicht vor. Ja, dann lasse ich jetzt hier. Offen lasse ich. Blau haben wir schon. Der brauchen wir aber nicht. Doch, wir brauchen ihn, aber wir holen ihn irgendwie immer irgendwo weiter weg. Zerstört, wenn wir ihn abbauen. So, da haben wir rote Beete. Brauche ich zwar nicht unbedingt anzupflanzen. Aber. Ja, und wie? Okay, dann nehme ich das mit. So. Ja. Jetzt müssen wir einfach suchen. Hä? Niedrigere Pokémon suchen, damit wir sie auch besiegen können. Also die geben tolles Zeugs. Ich glaube Level 13. Vielleicht Carpador besiegen momentan. Level 6. Ich glaube, das ist... Nee, das ist Kampf. Normal oder so. Oder also Feuer. Nee, das ist nicht gut. Okay, dann haben wir hier ein bisschen Zucker. Ja, der Pistolenkrebs, der ist auch cool. Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen, so viele Bäume hier. Einen größeren Garten. Dusselgur. Das ist auch wieder im Vorteil. Aha.
Ja, ich glaube, ich nehme die X-Treff und so nicht mit. Jetzt nicht so wichtig. Die können wir auch später dann holen. Und Fleisch nehmen wir noch mit. Levelball. Also damit können wir einen Metag fangen, oder? Er braucht schon viel mehr. Feuerhelle vielleicht anstelle von Eishelle. Ich tue nie Eis wieder wegmachen. Weil das geht so, so schnell wieder weg. Ja. Okay, normal, oder? Stahl. Jetzt haben wir ein Riesenproblem, schon wieder alles voll zu haben. Carbon irgendwie verfüttern. Oder auf das Boot platzieren. Und dann wieder mitfahren. So. Also, dann müssen wir dann nochmals kurz abbrechen und alles nach Hause bringen. Ich habe ja keinen Wegpunkt gemacht, Mist. Sonst hätte ich kurz mini teleportieren können. Das tut ja nicht irgendwie das Spiel breaken. Da haben wir nochmals ein Loot. Nein, das ist ein dummes Mondblümchen. Ja, noch nicht so bequem, hä? Wir brauchen ein Reit-Pokémon. Einfach Pampuli suchen auf der Wiese und dann mit dem Levelball hoffentlich fangen. Ich tue den mal hier runter. Wir haben jetzt nicht so viele, aber die Chance sollte eigentlich schon gut sein, gut genug. Ja. Ich hoffe das Beste. Und Bebop können wir auch nicht dingen. Können wir das kurz besiegen? Nee, wir haben keinen Flug, keine Flugattacke. Geht zu lange sonst. Okay, es ist leider immer die giftige Variante. Hundenraupen. Die anderen zwei, drei oder so, die könnten wir auch ohne Probleme besiegen. Haben wir Tackle oder so? Das war am Anfang. Ja, also nicht am Anfang. Jetzt. Wieso nicht machen, wenn man es schon nicht haben will? Also umwandeln haben will. So, ich brauche ein paar Sachen noch. Also ich brauche ein paar Sachen noch. Das heißt, ich alles reinwerfen. Boah, aber so viele Items schon. Unglaublich. Ja, die meisten Sachen brauche ich jetzt. Fleisch kann ich ja nicht hier reinlegen. Also mal Setzlinge, Essen oder Samen. Nein, Essen. Und Samen. Oder Samen noch hier lassen. Und Samen können wir raustun. Ja. Also zuerst die sind ja weniger. Dann zum Beispiel spezielles Essen, was wir nicht rausnehmen müssen. So. Dann das, was wir eher essen dürfen und gut bekommen. Und ja, das Brot nehme ich nicht mit. Gut, und Kartoffeln muss ich in den Ofen tun. So, jetzt haben wir langsam genügend Essen. Wir haben jetzt auch ein bisschen Bambus. Schön. Gut, und langsam können wir wirklich viele Pokémon auch dann fangen. Ja, tut mir leid, Gras, aber du bist ja hier falsch. Sowieso falsch, also geh weg. Dann doch nochmals ein bisschen fällen. Ja, jetzt haben wir gut Birken. Ah, da ist ein Pampros. Ja, das große. Ja, nein, das ist das kleine. Okay, Pampuli sind die kleinen, stimmt. Level 14 könnten wir mal versuchen. Es ist auch groß. Das heißt, Levelball könnte funktionieren. Fastball haben wir nicht mehr, das haben wir verschwendet, ja. Schnellball, oder wie heißt auf Deutsch? Nicht? Leider auch sehr.
auch sehr schwierig zu fangen. Also ich habe nachgeschaut, das Mülltank hat eine Fangrate von 41 und das ist wahrscheinlich hoch, zu hoch momentan. Ja. Ich kann die Pokémon einfach nicht fangen. Haben die es wirklich so schwierig noch was gemacht? Nee, nee, es ist einfach gerade sehr viel Unglück drin. Ich habe die Hacke nicht. Und wer hat hier das Fake kaputt gemacht? Ich hab die Hacke nicht. Also wir müssen unbedingt, ja, Fang-Pokémon hat jetzt wohin. Das war hier, nein, hier. Da. Tja, Pokémon-Trainer Drago Basler ist sehr, sehr, ja, unglücklich. Noch mehr? Nee, es reicht. Drei Stück reichen. Okay. Vogel-Pokémon, ja, sind auch sehr hoch und wir haben hier kampfunfähig. Jetzt müssen wir leider nochmal ein bisschen Unterbrechung genießen. Naja, schlafen wir noch eine Runde. Und jetzt müssen wir echt essen. Wie schnell das wieder leer war. Unglaublich. Also ich denke, Kartoffeln sind wegen dem schnellen Sammeln und so doch besser. Ja, nehmen wir den Bonus auch hier rein. Okay, mehr habe ich nicht. So, also, wir könnten meinen, weil wir dann auch Pokébälle herstellen können selber. Muss ich hier ein Loch machen irgendwo? Unten im Keller rechts oder so. Direkt Treppen mit den Leitern mitnehmen. Okay, hier das nicht, aber machen wir doch mal so. Ja, einen Fallschacht eigentlich auch, aber ich habe jetzt gerade noch keinen Eimer, dann muss ich noch machen. Und es hat nur 39 Leiter, ich weiß nicht mehr. Jetzt haben wir fast ein bisschen zu viel. Es ist ja nur 4, es ist ja nur bis 0, oder? Das ist die vorherige Version. Das noch anpflanzen, Eimer machen und füllen. Und ja, wir werden ja noch nicht meinen in diesem Part. Wir wollen jetzt kurz eben noch fangen. Also, was ist jetzt wichtig? Okay, wir sind ja geheilt. Sie sind einfach zu hoch. Also, ich könnte einen Levelball so einsetzen gegen wirklich ganz niedrige Pokémon. Wollen wir ein Taubsi, Taubogon zu holen? Na komm. Bitte, einfach drinnen bleiben, dankeschön. Vielleicht unter 10 hat es eine gute Fangchance. Also, die Levelwelle nicht so hoch mit Level 14 oder so. Ja. Endlich mal ein Pokémon gefangen. Also, hier ist jetzt ein Lila aus. Jetzt ist ein Lila das da, das war vorher nicht da, oder? Schaut bitte nochmals nach und schreibt es in die Kommentare. Ich will doch Lila, ich habe doch gesagt, ich mache Lila Pokémon. Also wirklich nicht zwingend, aber ich möchte halt einfach etwas Spezielles machen. Und wenn es euch stört, dann dürft ihr gerne sagen, nee, Drago, mach nicht Lila Pokémon, ich mache ganz nur Shinies, genau, mach einen Shiny Run. Mit 4000, ich habe es nicht niedriger gemacht. Ich habe immer noch 4096 oder so Rockchance. Also 1 zu 4096, glaube ich. Und ja, muss das halt noch ein bisschen. Jetzt muss ich aber schauen. Ja, hier noch. Und dann tue ich einfach 1, 2, 3, ja. Mache ich eines zu Karotten oder zwei. So.
Und hier natürlich immer Weizen. Also, wir haben 2 Taubsi gefangen. Ich bin wirklich stolz auf mich. Aber wie kann ich jetzt das Malzi ohne Ebeteil... nicht Malzi, Taubsi. Trainieren, ich muss immer wissen. Okay. Also kann ich irgendwie die Musik noch leise stellen? Ich weiß nicht, ob es geht. Ja. Also es wird langsam gehen, das Tabsi zu entwickeln, hochzuleveln. Ich probiere einfach mal einen Carpator auf so Level 6 oder so zu finden. Ja, es ist leider keins da. Auf Level 9 schaffen wir doch, oder? Auf Level 5 mal. Hey! Kann ich brauchen. Hey. Windstoß. Ist das stärker als Ruckzuck oder so? Schauen wir gleich mal. Schade, dass es nicht so schnell ladet. Ich hätte gerne manchmal einfach sofort irgendwie die nächste Attacke. Da müssen wir den Entwickler noch ein bisschen Zeit geben oder die Engine hat ein bisschen. Da muss der Entwickler noch etwas machen. So. Einmal. Dann können wir die Größeren doch besser angreifen, oder? Nicht das ganz große, ja. Okay. Ist nicht so stark, also. Ist halt viel zäher geworden. Ich muss die Attacken kurz lesen. 40, 40, alles 40. Okay, das ist egal, was ich einsetze. Windstoß wegen dem besseren Element, denke ich. Also ist auch normal. Tabsi ist schon normal Flug, oder? Das macht doch ein bisschen weniger Schaden. Hä, die sind unterschiedlich stark, die Attacken. Obwohl sie 40 haben. Keine Ahnung, wieso. Okay, nicht immer. Tabsi, das machst du gut. Du bleibst oben. Kannst nicht unter Wasser kämpfen, geht das nicht? Bitte, nein, bitte doch Level. Das dauert ein bisschen zu lange. Carpador. Ja, toll. Wenn der Mod nur ein bisschen regulärter wäre. Irgendwie so, ja. Eine bestimmte Zone höherlevelige hätte und andere nicht. Dann könnte man in einer Low-Level-Zone am Anfang wohnen und dort trainieren. Und dann später. Also es gibt ja Range, dass die Pokémon in der Reichweite stärker werden. Das lohnt sich, glaube ich, nicht so, weil das relativ schnell dann hochgeht und dann hat man einfach zum Beispiel kein Mesa. Ich könnte es aber so wechseln. Ich muss, glaube ich, nur die Welt neu laden, oder? Ich wechsle das einfach mitten. Kann das sein, dass es angreift? Wieso greift das an? Das ist Level 7 und hat Tackle. Irgendwie ist der Pixelmon-Mod nicht richtig. Oder es levelt sich nicht mehr, also Old Tackle nicht mehr auf Level 15. So. Schnabel, endlich, meine Güte. Also nehmen wir noch ein Level 17. Ja, 12, okay, 12. Gut. Ja, du hast wieder keinen Tackle, weißt du? Also wir sind Level 9, das heißt, wir haben hoffentlich nicht so viel Schaden. Dann, wenn es Tackle noch hat. Nein, so knapp ich kann. Also irgendwie ist manchmal etwas broken mit den... Ach komm. So. Gut, wir schaffen das schon.
Das geht ja relativ schnell jetzt hoffentlich. Ja, es sind zwei Level sogar gewesen mit zwei Pokémon. Das heißt, Level 12 nochmal. Ja, ich müsste es eigentlich immer richtig machen, aber ich mache es trotzdem falsch. Also, bis man das wieder versteht, dass man doch irgendwie schneller leveln kann mit zwei Pokémon als mit einem schwachen. Ja, muss man halt wieder ein bisschen lernen. Ich muss mehr Pixelmon spielen, also viel mehr Parts bringen. Also, unser Taubsi wird zu einem Tauboss. Ist es, nein, ist es männlich, gell? Weil irgendwie so 85% immer männlich sind und nur wenige Pokémon mehr weiblich sind. Das ist manchmal echt ein bisschen doof gelöst. Ich hätte gerne wirklich ein rosrotes Weibchen. Als stolzes, weibliches Wesen. Das wirklich vielleicht die Lieblingsfarbe hat. Haben Tiere Lieblingsfarben? Ich denke schon. Ja. Kann man halt nicht so erforschen. Wenn jetzt ein Hund braunes Futter hätte und zum Beispiel blaues, als Lieblingsfarbe blau hat, ist es dann das Futter? Vielleicht beim Hund. Beim Schaf vielleicht. Das ist ja sehr intelligent. Als, ja nicht gerade Haustier, aber als Tier, das man einfach hat. In der Nähe. Was ist das? Der Hase ist auch intelligent. Du bist doch ein Teammitglied. Hat das eine Weiterentwicklung? Ich glaube nicht. Geweih, Herr Boss. Bist du doppeleffektiv? Du bist doch auch Boden? Nein. Wasser. Also Wasser ist es sicher. Ah, eine Spinne, ja. Spinnensache. Das sind Wasserläufer und Wasserläufer sind keine Spinnentiere, das sind Gliederfüße, oder? Aber ist eine Spinne auch ein Gliederfüße? Also Gliederfüße sind die Tiere, die Glieder haben, also nicht ganz verbundene Knie, also keine Knie, glaube ich, haben. Stimmt das? Ein Glied. Also ein Glied ist zum Beispiel ja, der Arm. Also, und wenn sie keine Füße haben, weil sie irgendwie nur so Stützen haben, dann ist es ein Glied. Klar, das rechne ich sonst zusammen. Hey. Kann doch nicht sein. Jo, also, wir haben... Also wir könnten jetzt wirklich... Weil wir eigentlich noch leveln oder so, etwas anders fangen. Wir haben Level 7 und das ist wieder voller. Das heißt, wir holen jetzt einen Bampros. Okay, ein Wolzlein. Nein, das ist jetzt schlechtes Typ. Schlechter Typ. Mist. Dankeschön fürs Anfurzen. Okay, wir nehmen einen Voltilam ins Team. Ich liebe nämlich Amparos. Super Pokémon. Und das hat dann wieder eine Ding, Donnerwelle, gell? Also, unser Fang-Pokémon. Erstmal. Aber ist es direkt 3 und fertig zu 3 Pokémon von? Ah nein, Super Pokémon. Also, es heißt, unser Fang-Pokémon. Nein, es ist jetzt ausgewählt. Ah, das ist der Ball, die volle Farbe. Okay. Das heißt, jetzt können wir eigentlich ein Pampro. Nein, es ist Boden. Es ist Boden. Es wird nicht paralysiert. War der Pokeloot jetzt schon immer hier? Ich glaube schon. Wieso? Müssen wir jetzt auch nicht so. Siegen. Kein Pampros mehr.
Den Zickzacks, ja, Mitnahme wirkt ja nicht so gut. Also eventuell, wenn halt die gegnerische Pokémon Loot drin haben und wir sie besiegen oder so. Und Tränen vielleicht sogar noch. Ich glaube, dann funktioniert es nicht. Ja, man muss wirklich kämpfen, wahrscheinlich. Und deshalb nutzt es mir ja auch nicht so sehr mit Mitnahme. Also wenn wir wirklich mal etwas farmen müssen, dann nutzen wir es. Nutzen wir einen Zickzack oder so. Aha. Blottstau. Okay, ein schnelleres Dito brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Fritzelblitz ist auch wieder eins, aber ist auch wieder Elektro, oder? Und deshalb ja auch nicht wirksam gegen Pampros. Ich möchte gerne ein Horn. Ja, okay, wir hatten ja eins schon, ein Smeppo. Also ein Raubifang. Ein Smeppo zum Ding benutzen, aber ich möchte irgendwie ein anderes Pflanzen-Pokémon. Vielleicht ein Myrapla. Duflor habe ich so gerne. Irgendwie ist Duflor bei ein oder zwei Sachen besser als Giflor. Aber ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wann und was. Und wie bekomme ich Giflor über, wenn ich nicht tauschen kann? Muss ich irgendwie ein Item zum Tragen geben und dann geht es per Level up? Muss ich dann nachschlagen. Plusless hat auch wieder Elektro. Gift. Ich könnte es einen Rettern benutzen. Gift gegen Boden ist nicht sehr effektiv. Ja, dann Fipitis, aber das ist schwer zu machen. Ja. Ein kleines Rettern vielleicht. Okay, da haben wir wieder Loot. Keine Ahnung, was er jetzt mit Moor anders ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die droppen, die spawnen, wenn man in der Nähe ist wieder. Ist ja auch besser. Aber irgendwie hat die Pixelmon-Version etwas viel gemacht, viel anders gemacht. Ich habe vieles gar nicht so im Kopf, dass es so gewesen ist vorher. Da wurde viel verändert scheinbar. Ja. Und das letzte Projekt war in der gleichen Version, also keine Ahnung, da hat es einfach andere Sachen gegeben. Ich kann es leider nicht sagen. Ist das ein Blumenwald dort? Muss ja ein Blumenwald sein. Wie klein der Blumenwald ist. Hä, ist ganz normaler Wald. Okay, irgendwas wurde verändert. Es gibt auch noch so einen Mod, der heißt Structurize. Vielleicht ist es der Mod. Aber ich sehe jetzt auch gerade nicht, dass es andere Biome sind. Also, vielleicht habe ich doch noch einen extra Mod drin gehabt. Also willst du ins Team kommen? Da haben wir einen Raupen. Da haben wir so einen Minismapper von. Oh, das ist geschwächt. Ja, toll, ja, ausgewichen. Okay, es hat wenig Schaden. Gut, dann doch nochmal so ein bisschen. Komm, wir versuchen. Oh nein, wir lassen es nicht. Jetzt Levelball wert, das Raubifang. Okay. Raupi, du musst unbedingt zum Smapper werden. Auch sehr stark sein. Und wir versuchen einfach mit dem zu fliegen, aber ich habe doch das probiert und es ging nicht. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, im Anime haben die Leute mit Smapper geflogen. War das mal ein Bug oder so? Also wurde das einfach nicht gewollt gezeigt. Aber ein Zubat hat irgendwie so einen Shilok getragen, obwohl es keine Arme hat. In den Händen, also unten drin. Und das war doch da so ein Problem. Unrealistisch. Die Leute wollen immer alles unrealistisch sehen. Weiß es nicht wieso. Weil sie dort einfach aufmerksam finden. Und dann allen mitteilen müssen, dass das nicht stimmt. Aber ständig hört man so etwas, also findet es in Videos vor allem. Ich will neue Fakten, neue Ungereimheiten sehen und nicht immer das Gleiche. Ich interessiere mich für so Sachen. Als Beta-Tester vor allem. Wo hat es in den Spielen oder Serien oder sonst irgendwas irgendwelche Probleme, aber dann höre ich immer nur das Gleiche und nicht irgendwie andere Sachen. Wir sind ja auch schwer, neue Sachen zu finden, rauszufinden. Gut, das ist noch sehr gut. Habt ihr Probleme? Gibt es irgendwo Probleme?
Okay, dann haben wir doch einen Kampf. Wieso habe ich jetzt das Raubi? Jetzt habe ich doch... Hm. Ja, ich muss. Na toll. Ich bin paralysiert, ich kann nicht einsam. Doch. Yay. So. Warte, Bitch, im Simulator. Das motivierendste Spiel. Es ist ein von jedem Spiel. Weil überall gibt's. Okay. Sehr schön. Okay, dann haben wir Rappi Level 4. Können wir noch einen Safcon erreichen? Nein, ich habe jetzt schon 46. Ja. Ja, ich bin zu langsam, wir sind ungeduldig wieder. Können wir noch etwas besiegen? Level 13. Oh, Bautz ist halt auch paralysiert, nein. Hm, dann machen wir doch mal. Nein, Level 8. Es hat 1 HP. Ah, heilt euch doch schneller. Dann einfach. Taubsi benutzen, das richtige Taubsi bitte. Und Taubsi ist gut gegen, ja, gegen Mietank nicht. Das haut uns sehr effektiv aus den Socken. Gegen dieses Pokémon. Das schaffe ich doch, oder? Windstoß. Ja, mach viel Schaden mit Deckel, aber wir machen mehr Schaden. Dann haben wir bald Taubos. Und der kann fliegen, 100%. Wenn der nicht fliegen kann, wegen Pixelmon oder so, wegen Sachen, dann stimmt's einfach nicht. Aber ich habe mit Taubos immer in der... Nicht dein Ernst. Es heilt sich. Ich glaube, dass Taubsi verliert. Das ist viel zu lowlevel. Ganz knapp. Also wenn du jetzt dich heißt oder angreifst, dann haben wir ein Problem. Yes. Es ist Wachstum. Wachstum ist so geil für uns. Okay, das heißt Level 9, ja. Jetzt können wir schlafen und dann können wir im nächsten Part nochmals kurz ein bisschen fangen. Ja, das Sehnelbusch ist gewachsen, ja. Sehr schön. Weil Sehnelbeeren, die können wir immer so zum Schnellheilen dann verwenden. Können wir ein bisschen mitnehmen. Und ein bisschen zu verarzt. Ja. So. Gut, dann machen wir die weg. Nein, ganz weg. Oh, ist das jetzt gerade laggy? Hä? Wo sind die FPS hin? Also jetzt gerade spawnt irgendwie, das habe ich so das Gefühl. Wie? Der Pixelmon-Mod hat irgendwelche Performance-Probleme. Oder ich glaube, es ist Optifine. Optifine wurde sehr performance-süchtig. Okay, jetzt habe ich gerade in der Nacht... Irgendwie... Ah, es sind vielleicht viele Pokémon gespawnt, deshalb... Okay, da muss ich noch ein bisschen anpassen, scheinbar. Ja, toll war. Meine Güte, ist Java sensibel. So eine schlechte Engine. Kostet mehr Leistung als Transport für 2 und Diablo 4 zusammen. Gut, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Der kommt auch bald. Viel Spaß noch mit anderen Dingen und ja, kommt bald. Tschüss!